Hallo, ich bin der Daniel von ichkoche.at. Heute bin ich zu Gast beim Adi Bittermann in der ersten Kanut- und Grillschule. Wir haben jetzt da einen Kugelgriller vor uns stehen und haben ja viele Leute. Jetzt ist die große Frage, wie mache ich da am besten Feuer? Also am besten nimmst du zwei Anzündwürfel, die legt man unten am unteren Rost drauf, nicht am oberen Rost, weil dort haben wir unser Grillgut aufgelegt. Dann habe ich hier einen Anzündkamin, den stellt man drüber, den befüllt man dann mit Briketts, mit Kokosbriketts oder Steakhouse-Kohle, je nachdem was ich machen will, wie lange ich grün will. Und wichtig ist auch die Menge ungefähr. Wenn ich zwei Steaks habe, ja, oder zwei Kotelett oder nur für zwei Leute ganz kurz grün will, reicht ein Viertel bis halber Anzündkamin aus, aber man muss ja nicht mehr einen ganzen reingeben. Ja. Okay. Wie gesagt, den zünde ich dann unten die Würfel an, lass das einfach anfangen zum Glühen, zum Durchglühen. Kokosbriketts brauchen so 20-25 Minuten. Long-Lasting-Briketts, ja, die haben halt ein bisschen an Erdöllande drinnen, ja, und einen Brandbeschleuniger, die brauchen so 40-45 Minuten, bis sie komplett rußfrei sind. Steakhouse-Kohle braucht 20 Minuten, ja, ist aber auch zum kürzeren Grillen gedacht, wird aber extrem heiß mit der hohen Hitzeentwicklung. Die Briketts haben den Vorteil, sie haben eine hohe Hitzeentwicklung gleich beim Aufheizen, danach fallen sie eine auf eine Temperatur zwischen 250 und 300 Grad. Und die hält es konstant bis zu 4 Stunden. Ja. Je nach Wetterlage ist es kalt, fällt die Temperatur ein bisschen runter, ist ein Niederdruckwetter, werden sie ein bisschen angestickt. Ja. Wie gesagt, das ist halt wichtig, ja. Gut durchglühen und dann kann nichts schief gehen, dann geht's los. Super. So, ich nehme das einmal aus, wir haben schon hergekriegt heute einen Anzündkamin. Wichtig ist für mich beim Grillen, ja, dass ich so Kohlenkörbe verwende. Ja. Die Kohlenkörbe stellt man jetzt unten rein, da laden wir jetzt seine Briketts, Kokoskohle, oder auch Steakhouse-Kohle hinein, hat dann den Vorteil, die kann ich jederzeit verschieben, variieren, wo ich meine direkte und indirekte Zone brauche. So. Immer vorsichtig einander, hat man ein bisschen einen Aschenflug. So, und jetzt schaut meine Briketts perfekt aus. Jetzt in dieser Phase lege ich dann quasi den Grillrost drauf. Mache den Deckel zu und lasse mal aufheizen. Ich sage immer, der Grill ist zweimal schön, einmal im Prospekt und einmal beim Auspacken. Dann ist der Grill ein Arbeitsgerät. Ja. Bitte den Griller nicht zu Tode putzen, kein Grillreiniger, keine Chemikalien, keine Fettlöser, sondern wirklich außen kann aufgegrenzt sein, poliert sein, innen drin nichts verwenden, ja, was ich in Chemie ist. Ja. Der Griller hat eine Patina, der ist eingebrennt, das soll gut riechen, das soll gut arbeiten. Ja. Und die Schadstoffe, was da drinnen werden, ja, die Verkrustungen, die verbrennen alle bei 250 Grad Pyrolyse und somit bin ich eigentlich auf der sicheren Seite und es kann nichts mehr passieren. Deckel drauf geben, aufheizen lassen, ja. Schauen, dass oben offen ist, ja, dass unten offen ist, durch das entsteht der Kamineffekt, das heißt die Luft fährt unten rein, geht oben weg, da hat er Zugluft und durch das glüht die Kohle schön, die Briketts. Ja. Das ist ganz wichtig, dass da Luft reinkommt. Ja. Wenn die 250-300 Grad erreicht sind, wird es gleich davor sein, ein paar Minuten. Dann tun wir einen Abbürsteln, dann tun wir mit Zwiebeln einklinen und dann können wir schon loslegen mit dem Grillen.